Hallöchen und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Gaming-Video, was es jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf meinem Channel gab. Aber ich habe ja versprochen vor einigen Tagen, es gibt wieder Gaming und zwar auch auf dem heymoritz.de-Server und genau da befinden wir uns jetzt quasi. Ich bin jetzt hier gerade noch am Spawn und ich habe ja versprochen, ich möchte euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Es ist eigentlich ein bisschen doof, das Ganze war nicht ganz anders geplant. Eigentlich wollte ich hier aufnehmen, wenn hier noch viel Betrieb ist, also wenn der Server quasi noch richtig läuft. Aber es ist ja jetzt halt so. Die Ferien in Nordrhein-Westfalen sind vorbei und das ist ja quasi immer so ein Sommerevent. Deswegen ist das Server jetzt mittlerweile natürlich leer, es ist nichts mehr großartig los. Ich bin jetzt auch gerade der einzige Spieler hier und ja, deswegen ein bisschen doof gelaufen. Es war nicht anders geplant, aber nun gut, was soll's, es ist passiert. Das ist ja typisch Danny, man kennt mich ja mittlerweile, dass ich sowas dann immer nicht irgendwie hinkriege. Und das ist übrigens das erste richtige Video jetzt mit meinem Mikrofon und zwar dem Rode NT1A. Ich hatte das auch noch schon mal gepostet gehabt. Und das nutze ich jetzt auch quasi jetzt hier für die Aufnahmen, für Gaming-Aufnahmen. Und was ich euch ja eigentlich jetzt zeigen wollte hier, ich denke mal, viele von euch werden den Server an sich kennen. Ich gehe jetzt immer hier kurz rum für die Leute, die jetzt vielleicht nicht auf dem Server spielen konnten, warum auch immer. Das ist quasi hier der Spawn-Heilungsprozess. Ach, das ist dieses Krankenhaus hier, deswegen Heilungsprozess. Das ist das Krankenhaus, wo man sich immer heilen konnte, wenn man zu sehr verwundet war. Ja, wir sind jetzt gerade am Spawn. Willkommen auf heymoritz.de. Ich denke mal, die meisten von euch werden das kennen, die jetzt hier sowieso auf dem Server waren. Dann ging man hier so runter, hat man hier ein paar Regeln gehabt. Baustil Mittelalter, bitte dran halten, baut gerne schöne Häuser und abfacken ist auch. Also abfacken ist auch. Hashtag Hey Army, okay. Lol, und warum ist auf jeden Fall jetzt hier, oder geht das Schild? Ne, hier ist kein Schild mehr. Ich möchte mich jetzt auch nicht von so einem blöden Zombie aufhalten lassen, weil ich euch eigentlich nur was zeigen wollte und was ich eigentlich die ganze Zeit gebaut habe und wohl das nichts Besonderes war. Und zwar hatte ich die ganze Zeit, ich mach mal Slash Home, ich hoffe, das funktioniert alles perfekt, ohne dass ich... Ah, bin sofort teleportiert worden. Nice. Also, wir fangen einfach mal von unten an. Hier unten ist eigentlich gar nichts Besonderes, außer ein paar Holztreppen, die ich da schon gebaut hatte, weil es sollte eigentlich noch weitergehen hier. Ich habe hier aber irgendwie nie großartig mehr weitergebaut. Wir gehen einfach mal jetzt die Treppen hoch und das Einzige, was ich eigentlich jetzt hier so ein bisschen gebaut hatte, waren... Ja, so ein kleiner Unterstupf quasi, hier mit ein paar Truhen. Ich habe hier immer meine Sachen verstaut gehabt, die ich quasi gesammelt hatte oder abgestaubt hatte oder bekommen hatte, wie auch immer. Das sind nämlich alle vier Kisten, die voll sind. Naja, die ist voll mit sogar 20 Gold. Uiuiui, 20 Gold, da habe ich dann noch 3 Goldäpfel, meine Eisenrüstung, aber ich habe auch sowieso noch meine Eisenrüstung im Inventar. Was habe ich da noch drin? Den einzigen Diamanten, den ich, glaube ich, irgendwie in dieser ganzen Zeit bekommen habe. Und... Ja, ansonsten noch ein paar Sachen zu essen, ein bisschen was zu futtern, Eisenschwert, Holzsachen, Glas, Fackeln, also nichts Hochgradiges, Besonderes. Hier jeweils immer so zwei Öfen, da ist sogar noch Kohle drin, sehe ich gerade. Oh, das ist natürlich auch hübsch, da ist auch noch Kohle drin, da ist auch noch Kohle drin. Also ich habe hier halt einfach nur so ein bisschen rumgebaut, ich zeige euch das einfach mal, ich gehe immer so ein bisschen kurz rum. Es ist eigentlich noch lange nicht fertig gewesen, ich habe eigentlich richtig vorgehabt, da was Großes draus zu machen. Hab's aber dann doch irgendwie nicht mehr gemacht, sondern hab eigentlich erstmal hier unten angefangen. Quasi, ich wollte mich von unten nach oben bauen. Quasi hab einfach angefangen mit unten ein paar Sachen, Kisten, Öfen und so weiter und so fort. Wollte mich dann nach oben bauen, um dann quasi das Ganze zum Haus werden zu lassen irgendwie. Aber so richtig geklappt hat es irgendwie nicht. Ich habe mir hier so ein kleines Lager erstellt, hier mit Kleinkisten. Dann kann man nämlich jetzt hier hochgehen. Und hier hatte ich nämlich schon ein größeres Lager angefangen. Also wollte ich da eigentlich alles ordentlich sortieren, sprich in der einen Truhe kommt nur Eisen rein, in die andere Truhe kommen nur Diamanten rein, sowas zum Beispiel. Dafür hatte ich eigentlich schon soweit Truhen und so weiter her alles gemacht gehabt, aber wie ich eben schon gesagt hatte, ich habe dann irgendwann aufgehört, beziehungsweise war dann irgendwann doch nicht mehr so viel auf dem Server, weil ich dann irgendwie unterwegs war, dann war Berlin, dann war ich 2 Tage zu Hause, dann war Köln, dann war die Gamescom, dann war ich wieder 2 Tage zu Hause, dann war ich jetzt wieder in Köln. Ja, das war so die ganze Serverzeit, die ich eigentlich damit verbracht habe, oder jedenfalls 2 Wochen von der Serverzeit, die ich eigentlich damit verbracht habe, dass ich eigentlich viel unterwegs war und somit eigentlich auch gar nicht mehr auf dem Server, was ich da schade finde, aber es war halt so und trotzdem war es ja alles eine geile Zeit. Köln, Gamescom, Berlin, also hammermäßige Zeit, von daher hat es sich echt gelohnt und... Ja, wenn ich jetzt noch weiter hier hochgeht, oder wenn ich jetzt noch weiter hier hochgehe, dann endet das Ganze hier quasi eigentlich schon. Hier wollte ich eigentlich weiterbauen. Ich wollte mich auf jeden Fall irgendwie nach oben bauen, um dann das Ganze irgendwie wie ein Haus aussehen zu lassen. Je nachdem, ich weiß bis jetzt noch nicht, wie ich das Ganze gemacht hätte, aber ja, das ist das Ganze irgendwie... Ja, es ist nicht so viel draus geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir auch so ein bisschen leid irgendwie.
Aber was soll man machen? Das ist quasi mein kleines Reich gewesen, wo ich meine ganzen Sachen zwischengelagert hatte oder gelagert hatte. Und hier solltest du nochmal irgendwo in eine Höhle reingehen oder da unten hätte ich dann auch irgendwas angepflanzt, so ein kleines verstecktes Feld oder so. Das hätte ich dann da unten noch gemacht und hier oben, ja, ich kann hier nochmal kurz hochgehen, nochmal kurz so ein bisschen was zeigen, was ich hier so ein bisschen kreiert habe. Es war eigentlich schon, wenn man mal so guckt, das war gar nicht so einfach alles. Es dauert auch alles schon so seine Zeit, bis man das so einigermaßen hinbekommen hat, hier vor allem mit dieser Stufe dann hier, weil da hat man ja auch diese normalen Holz, diese kleinen Holzbretter und die kann man dann nur auf ganze Plätze quasi setzen, sprich, das muss immer dann so gesetzt werden, dass es irgendwie einen ganzen Block ergibt, weil sonst schweben die irgendwie in der Luft und damit ist das Ganze nicht ganz so einfach gewesen. Ich habe hier ordentlich rumgebaut und habe dann wieder entfernt und wieder rumgebaut. Ich hätte das Ganze eigentlich auch aufnehmen können, wäre wahrscheinlich ganz interessant gewesen, so als Speed-Folge vielleicht. Aber ja, das ist dann eigentlich das, was ich denn noch so nebenbei mal gemacht hatte. Jetzt nichts großartig Besonderes, aber ich fand es trotzdem fein. Ich hätte es natürlich noch feiner gefunden, wenn es noch mehr geworden wäre. Ich kann einfach mal jetzt mal so zurück nochmal in die Stadt gehen. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zum Spawn. Ich würde einfach mal gerne mal so ein bisschen rüberfliegen. Einfach um euch das mal alles zu zeigen. Ich gehe mal in den Game Mode 2. Oh shit. Game Mode 2. Wieso Abenteuer? Achso, Game Mode 2 ist Abenteuer. Oh, da gehe ich mal wieder zurück in den Spawn. So. Und jetzt kann ich quasi nochmal ein bisschen hier rumfliegen, um euch mal die gesamte Stadt nochmal so ein bisschen zu zeigen, was denn hier eigentlich alles so gebaut wurde. Hier der Spawn. Und dann kann man hier so rum. Und dann wurden echt überall vereinzelte Häuser gebaut. Ihr habt bestimmt bei Moritz vorbeigeschaut. Da habt ihr so die kleinen Minecraft-Filme, die Minecraft-Minis gesehen. Da konnte man auch schon vieles erkennen. Und deswegen, so sieht das Ganze eigentlich aus. Es wurde, ich finde, innerhalb der kurzen Zeit wird immer irgendwie verdammt viel gebaut. So verdammt viele Häuser entstehen. Auch natürlich verdammt viele Kastenhäuser, aber davon mal ganz abgesehen, entstehen ja trotzdem innerhalb der kürzesten Zeit echt krasse Häuser und krasse Dinge. Und schade eigentlich, dass die Zeit wieder vorbei ist. Jetzt muss jeder quasi wieder seinem Tagesablauf nachgehen, egal ob Arbeit, Schule, was auch immer. Das sieht ja auch nice aus hier. Das hatte ich noch gar nicht gesehen gehabt. Ich finde sowas immer total geil eigentlich. Ich hätte es am liebsten alles jetzt mit Shader gezeigt, aber ich habe schon beim letzten Mal probiert, da wollte ich auch schon was aufnehmen, aber da kackt mir Minecraft oftmals ab, während ich aufnehme und dann noch mit Shader drin. Da muss ich nochmal ein bisschen was nachfixen irgendwie. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir jetzt die Aufnahme ohne Shader und trotzdem sieht es dann nice aus. Und da hinten ist noch eine Brücke. Also so sieht quasi jetzt so weit der Server aus in der richtigen normalen Bauwelt. Viele von euch wissen wahrscheinlich auch, das Ganze ging ja quasi mit Clans so umher. Ich war zum Beispiel mit dem Hey-Clan. Es gab noch viele andere verschiedene Namen. Und trotzdem, es war echt nice eigentlich. Auch wenn ich jetzt viel nicht dabei war. Aber trotzdem, wenn man mal so rumguckt, sieht doch schon echt schick aus. Und das wollte ich euch einfach nochmal so zeigen. So auch für die Leute, die jetzt vielleicht nicht auf dem Server spielen konnten. Die nicht raufgekommen sind, weil sie entweder keine Zeit hatten. Oder weil sie jetzt die 14 Stunden vielleicht ganz knapp nicht voll bekommen haben. Während den Streams oder was auch immer, dann ist das quasi für euch nochmal ein kleiner Eindruck, so wie das Ganze so abgelaufen ist, wie das Endergebnis quasi vom Server ist. Und jetzt habe ich wahrscheinlich rund ungefähr 500 Mal in diesem Video quasi gesagt, deswegen werde ich jetzt auch an dieser Stelle das Video beenden. Dankeschön fürs Zuschauen, macht's auf jeden Fall gut, wir sehen uns in den nächsten Tagen dann wieder, wahrscheinlich zu einem neuen Vlog. Ich bin ja momentan noch so der Typ, der irgendwie sich von Vlogs richtig gut begeistern kann. Vor allen Dingen muss ich das Wetter echt nutzen, solange man noch die Möglichkeit hat. Und deswegen an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Kommt noch gut durch den Tag, durch den Abend, durch den Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt, durch die Nacht. Und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Tschüss, macht's gut.